Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Ja, ich war einkaufen, ihr seht es. Wir hatten schon mal ein Video gemacht mit Brezeln. Und das sind wieder Brezeln, beziehungsweise Brezelbruch von Elefant. Ich glaube, von Elefant hatten wir schon mal was. Bin ich der Meinung, egal. Und die Sorte, bin ich der Meinung, hatten wir schon mal, also bei den anderen Brezeln sowas. Denn hier haben wir Honey Mustard, also Honigsenf. Aber die anderen zwei Sorten fand ich sehr interessant, deswegen dachte ich, wir probieren es einfach mal. Gut, ja, wir reden gar nicht lange drum herum, wir fangen mit denen an, denke ich. Wie gesagt, das ist direkt Brezelbruch, also es sind keine ganzen Brezeln, sondern wirklich kleine. Steht auch hinten drauf, auf Englisch und Deutsch, dass es Brezelbruch ist und ja, genau, von Elefant. Genau, hier haben wir dann noch die Sorten Käse und Sriracha, das ist wohl irgendwie hier draufsteht, ein galaktischer Snack mit garantierten Geschmacksexplosionen. Knusprige Brezelstücke, absichtlich zerkrümelt und die Aromen der Gewürze in sich aufgesaugt. Brezelstücke mit Sriracha und Käsegeschmack. Sriracha, ich habe keine Ahnung, ob das wie ein Speck oder sowas ist, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Genau, und hier hast du halt, wie gesagt, Honig. Honig-Senf-Geschmack. Und das ist Burger-Geschmack. Sagen wir jetzt schon. Ja, wir probieren es mal. Keine Burger. Was mich wundert, ich hätte die kleinen Brezel gedacht. Aber es scheinen die großen zu sein, weil sie ziemlich dick sind. Ne. Aber es ist ein kleines Stück gekriegt. Aber es riecht wieder nach Honig-Senf. Also das riecht man. Das riecht man extrem. Alter, die sind hot. Das sind Brezel. Geht aber. Also ich finde die Kombination Honig-Senf wäre sowieso sehr cool. Mir kommt gut. Kann man essen. Auch nicht penetrant nach Senf? Überhaupt nicht. Also ist eher der das Teig, also, das, was im Vordergrund steht. Das andere schmeckt man gar nicht so, finde ich. Finde ich cool. So, hier bin ich jetzt echt gespannt. Wie gesagt, also. Was das ist? Sriracha. Schreibt mal in die Kommentare, was Sriracha ist. Kennt ihr das? Also, Käse ist klar. Also, bis ganz wenig Stück drin. Voll der Fingersnack. Das schmeckt nur käsig, oder? Das riecht doch nach Käse. Es ist halt Käse, aber es ist so leicht, so ganz leicht scharf im Abgang. So ganz, ganz leicht. Ganz leicht. Ja, dann sage ich ja. Ist das vielleicht eine Chilischote oder sowas? Also das zweite schmeckt jetzt besser als das erste. Okay. Vielleicht, weil Nachgeschmack noch von denen war. Beim ersten Mal dachte ich, nee, das ist nicht mein Geschmack. Aber jetzt? Also es schmeckt doch. Also definitiv schmeckt es. Und vor allen Dingen merkt man jetzt auch die Schärfe. Ja, wie gesagt, es kommt so im Nachhinein die Schärfe. Na gut. Erstaunlich, Lorraine mag's. So, das mag ja scharf. Ja, aber Käse halt ist nicht so ihres. Zumindest in so einer Variante. Das schmeckt man gar nicht so groß raus. So, und als letztes haben wir Burger-Geschmack. Gourmet-Burger. Also bin ich am meisten gespannt. Was ich jetzt. Die sind wieder groß. Und das riecht nach. Aber nicht nach Burger. Aber es riecht nach irgendwas. Die sind auch fettiger. Wenn du das siehst, also finde ich. Na, was riecht denn das? Irgendwas ganz Bekanntes. Nach Speck oder sowas. Wir probieren's. Also, Frittenbude. Riecht das? Also. Es schmeckt nach Burger. So ganz leicht. Ich weiß schon, warum ich keinen Burger esse. Also es ist erstaunlich.
Es schmeckt wirklich so ganz leicht, als würde man jetzt mal ganz blöd bei McDonald's sitzen und so einen Burger essen. Vielleicht haben die irgendein Gewürz, was dort mit drin ist. Und mir schmeckt es nicht. Also ist auch neben meine Soda. Es geht, es ist in Ordnung. Aber von den dreien das ist am wenigsten. Es ist aber unglaublich, doch. Man schmeckt so ganz leicht, als würde man, also wenn man sich vorstellt, man isst gerade einen Burger, dann hat man diesen Geschmack auch auf der Kusche, auf der Zunge. Das ist komisch. Kannst du ja besser beschreiben als ich, ja. Weil ich esse ja keine Burger. Genau. Also, dein Favorit? Der hier. Finde ich auch. Also, hätte ich gar nicht gedacht. Echt gut. Weil das halt so leicht scharf im Abgang ist. Der Käse, wie gesagt, auch nicht zu penetrant ist, dann geht das nicht mehr auch. No. Also auf jeden Fall dann das Honig-Senf auf 2 und auf 3 den Burger. Also man kann es mit gutem Gewissen empfehlen, sagen, für eine Feier oder so. Man muss dazu sagen, da sind 125 Gramm drin. Man sieht es aber, das ist endlich mal eine Packung, die auch das verspricht, was es ja, zeigt. Die ist echt toll. Genau. Die sind die riesengroßen, sind trotzdem bloß die 125 Gramm drin, sondern, also ihr seht schon, die ist fast bis hoch gefüllt. Das passt schon. Ne? Muss man allerdings sagen, eine so eine Packung kostet 1,89 €. Also das ist schon heavy, ne? Aber ich glaube, Elefant, das war auch beim letzten Mal so. Ja. Nichtsdestotrotz, also ich denke, das kann man sich gönnen. Das ist gar nicht das Problem. No. Nee, passt. Ich habe gerade gelesen hier, haltbar bis 5.12.21. Aber es ist es nicht, sondern es ist abgepackt am 5.12.21 und es ist haltbar bis 5.12.22. Genau, das war jetzt gerade, deswegen habe ich gerade so komisch geguckt. Ja, nee, also kann man empfehlen. Wie gesagt, wer Burger das mag, ist auch hier Pringles und so, die hatten das ja rausgebracht mit Burgergeschmack. Wer sowas mag, der kann, ich denke, auch dort drauf zurückgreifen. Ansonsten definitiv die wo wollen wir wissen, was ist. Also schreibt es mal in die Kommentare, ob das wirklich vielleicht eine Chili-Schote ist oder sowas. Ja, das ist das Beste. Ja, dann war es das mit dem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und dann bleibt uns noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.